Mein lieber Autor Heinz, Glückwunsch zu 200 Abonnenten. Es kommt mir wie gestern vor, als ich dein Paket bekommen habe, wo ich bei deinem 100 plus Abonnenten Giveaway den ersten Preis gewonnen habe. Nochmal vielen Dank für dieses wirklich geile Meru-Messer. Es ist wirklich ein cooles Messer. Und schon, zack. Du bist schon bei 200 Abonnenten, geht der ratzfatz bei dir, aber wie gesagt, ist auch kein Wunder, du haust ja auch Videos ohne Ende raus und die sind wirklich sehr gut, also ich gucke mir wirklich jedes einzelne davon an und freue mich immer, wenn du ein neues hochlädst. Ja, beim 200 Abonnenten Giveaway Special will ich natürlich auch nicht fehlen und da mache ich gerne mit und da zeige ich dir jetzt hier zum ersten Mal mein Survival EDC, würde ich jetzt nicht sagen. Es ist mein Outdoor EDC. Ich hoffe, das lässt du auch gelten. Damit das Ganze ein bisschen survivalmäßig rüberkommt, habe ich jetzt gerade den Patch drauf gemacht mit dem Zombie Outbreak Response Team. Ja, was haben wir da drin? Alles, was ich brauche, wenn ich draußen unterwegs bin. Was habe ich hier drin? Ein Plastikgabel, Plastiklöffel, die man hier so auseinander machen kann. Ich glaube, die waren mal bei irgendeinem Salat dabei. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Irgendwann habe ich sie in der Küche gefunden und direkt mal eingesteckt. Ja, eine kleine Nottaschenlampe. Den Victorinox Messerschärfer, wenn das Messer mal stumpf ist. Zur Taschenlampe einen Diffusor in Weiß im Lager und einen in Rot, um Signal zu geben. Dann hier ist drin ein Aluhalter, Alu-Topfhalter. Das Opinel, auch von dir. Stainless Steel Opinel Nummer 8. Dann ein kleines Schweizer Messer mit dem wichtigsten hier drin überhaupt. Einer Säge. Damit kommt man echt weit. Und länger, habe ich gerade Victorinus gesagt, ich weiß gerade nicht. Ja, und dann noch ein bisschen Kienspan und einen Feuerstahl, einen Striker. Gerade schon einen Striker. Als Striker nutze ich natürlich das Opinel-Messer, das funktioniert sehr gut. Einen Mischmetall, einen Feuerstahl. Und man kann es vielleicht doch Survival EDC nennen, fällt mir gerade auf. Ich habe hier hinten noch ein, ich hol's mal gerade schnell raus, ein Benzinstreichholz, das man immer wieder verwenden kann. Echt genial das Teil. Nimmt wirklich nicht viel Platz weg. Wird hier mit Benzin befüllt. Das Ganze dann hier aufgeschraubt. Und dann hat das hier so einen kleinen Feuerstahl integriert. Funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Bin ich jedes Mal nochmal davon begeistert, wie gut das sogar funktioniert. Ja, jetzt funktioniert es zu gut mit dem Dichtring. Der gehört hier oben hin. Ja. Nochmal zumachen, dass das Benzin nicht ausläuft. Ja, Survival EDC ist mir gerade eingefallen. Wieso? Unter dem Molle auf der anderen Seite habe ich einen kleinen Bear Grylls Priorities of Survival Pocket Guide. Da drin hat der liebe Herr Grylls ein paar Tipps niedergeschrieben zum Schutz, zur Bekleidung, wie man sich ein Shelter baut. Hier verschiedene Arten, Lean-To beschrieben, A-Frame, eine Schneegrube, eine Grube unter einem Baum, dann ein Sheet-Shelter, wenn man eine Plane hat. Er sagt, wie man hier Feuer mit dem
Feuerbogen machen kann mit der Säge oder mit einer Autobatterie. Wenn es hier um die Rettung geht, wie man sich an welche Lokation, an welche Örtlichkeit man sich begeben soll, wie man Signale gibt, wie man Signalfeuer macht, hat der Guido von Sörlko Sozial letztens noch beschrieben und der Marco, der Henschel Marco hat es auch als Videoantwort für den Guido gemacht. Genauso muss ein Signalfeuer aussehen. Hier noch ein improvisiertes Metermaß bis 27 cm. Auf der Rückseite geht es weiter mit Navigierung, wie man die Himmelsrichtung anhand einer Uhr bestimmt, wie man Wasser sammeln kann, wie man Wasser sauber macht, beziehungsweise Purification, wie man Wasser sterilisiert, abkocht. Wie heißt das Wort? Na, du weißt, was ich meine. Ein paar Fallen und die wichtigsten Knoten. So. Teil 3 deiner Aufgabe war es gewesen, dir einen Survival-Tipp zu geben. Und wenn wir es gerade schon eben von dem Bear Grylls Survival Pocket Guide hatten, gebe ich dir gerade einen Tipp daraus. Ich bin mal so frei. Und zwar geht es um die Bestimmung der Himmelsrichtung. Dazu brauchst du eine Uhr. Wenn du keine Uhr hast, bist du leider aufgeschmissen. Gut, gehen wir davon aus, du hast eine Uhr. Ich stilisiere mal. Das hier ist der Stundenzeiger der Uhr. Diesen richtest du auf die Sonne. Dargestellt von dieser Lampe. Die Sonne scheint von hier. Genau. Du erkennst, woher die Sonne kommt. Den Stundenzeiger deiner Uhr richtest du jetzt auf die Sonne aus. Nehmen wir an, der 12 Uhr Punkt. Ich lege es mal ein bisschen weiter rüber, damit alles im Bild ist. Der Stundenzeiger zeigt auf die Sonne. Der 12 Uhr Punkt wäre angenommen hier. Mal mit dem Tactical Pen verdeutlicht. Dann ergibt sich hier ein Winkel. Diesen Winkel müssen wir halbieren. Halbieren würde ich sagen etwa so. Dann hätten wir von hier nach hier, diese gedachte Linie ist die Süd-Nord-Linie oder Nord-Süd-Linie. Das heißt, wir können hier die Himmelsrichtung ablesen. Süden, Süden, Norden und dann Westen, Osten und Westen. Genau, Süden, Norden, Westen, Osten. Ja, das wäre mein Survival-Tipp an dich. Und, stopp, jetzt haben wir ja Aufgabe 1, weil das Survival-EDC. Aufgabe 3 war der Survival-Tipp. Aufgabe 2, unser bestes Survival-Messer. Und da kann ich definitiv nur das Fellkniven F1 nennen. Ein richtig geiles Teil, richtig massiv, schweinescharf, liegt verdammt gut in der Hand. Das Teil hat nur einen einzigen Nachteil, dass der Griff quasi um die Klinge herum geschweißt ist. Denn wenn man beim Betonen, und das kommt häufiger vor, als man denkt, oder es kommt öfter mal vor, mal mit dem Knüppel nicht richtig trifft und man trifft das Gummi vom Messer, nimmt das über kurz oder lang Schaden. Und dann ist der Griff irgendwann kaputt. Das ist eine Schwäche, die hat genauso das Jagdkit NIF 1 und 2 oder 3, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißen, haben genau die gleiche Schwäche. Das ist echt schade. Wenn es die Klinge mit einem aufgesetzten Griffschalen gäbe aus, keine Ahnung, G10 oder Carbon oder keine Ahnung, wäre das richtig genial.
Das wäre noch was, was ich mir da als Verbesserung wünschen würde. Ansonsten bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Messer. Lieber Heinz, das war meine Videoantwort für dich. Mein EDC, mein Survival-Tipp mit der Himmelsbestimmung und mein liebstes Messer, das Falkniven F1. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach weiter so mit deinem Kanal auf weitere 200 Abonnenten. Ach, was sage ich, auf weitere tausende Abonnenten. Mach's gut. Bis dann. Ciao.